Bei der Halswirbelsäulenarthrose kommt es zur Überlastung der kleinen Gelenke der Halswirbelsäule. Die Ursache ist meist in der Brustwirbelsäule zu finden, die häufig eben stark gekrümmt ist und einen Rundrücken bildet. Dadurch wird der Kopf nach vorne verschoben und man sieht jetzt, dass die Halswirbelgelenke so richtig unter Druck kommen, weil sie hinten wie etwas komprimiert oder eingeklemmt werden. Auch stellt sich die Gelenkfläche mehr so in die Horizontale und muss jetzt das ganze Gewicht tragen. Die Ansätze liegen auf der Hand. Es gilt, die Wirbelsäule aufzurichten. Die Brustwirbelsäule muss wieder mehr beweglich werden, damit das gelingt. Das ist eine relativ große Sache mit viel Üben. Und auf der anderen Seite gilt es dann, den Kopf und den Nacken so aufzurichten, die Muskulatur, die hier vorne an der Wirbelsäule verläuft, zu kräftigen, die Muskeln hinten zu lösen, dass die Halswirbelsäulenposition wieder ein neues Gleichgewicht findet. Und wenn sich diese Muskelverhältnisse so weit umbauen, dass der vordere Anteil der Halswirbelsäule wieder mehr trägt, dann finden die kleinen Gelenke hinten in der hinteren Säule der Wirbelsäule ihre Entlastung. Und das führt häufig dann auch wirklich zu einer deutlichen Schmerzreduktion.